Qualität ist nicht so gut. Heute ist Umzugstag und eigentlich sollte es hier fertig sein. Wir kommen jetzt in ein paar Stunden mit den Möbeln und stellen die hier rein. Es ist schwierig. Wir haben es jetzt 8 Uhr morgens am Freitag, den 29.09. Und bis gestern Abend sollte die obere Etage fertig sein, damit wir hier gleich einladen. Also wir laden jetzt im Altenhaus ein und dann hier ab. Ich habe jetzt verlängert, dass ich gesagt habe, bis heute Mittag muss es hier fertig sein, weil dann steht der LKW hier vor der Tür und dann müssen die Sachen hier rein. Ich habe mich um keine Lagerung gekümmert, es passt nicht alles in den Keller und es muss einfach bei uns raus und es muss hier rein. Das heißt, es sind jetzt noch 4 Stunden, bis das hier fertig sein soll. Das wird nicht passieren und dann stehen wir hier und gucken doof aus der Wäsche. Aber wir werden es erleben. Also ich hoffe, dass die hier jetzt gleich aufschlagen. Unten sind schon ein paar. Dalinas Zimmer ist fast fertig und Delanis Zimmer ist fertig. Da fehlen nur noch die Fußleisten. Weil hier muss ja auch einmal dann durchgewischt werden, bevor dann hier ein Bett und ein Schrank aufgebaut wird. Und ja, der Flur ist halb. Gucken wir mal. So, und jetzt bin ich in unserem Schlafgemach fürs Wochenende. Wir haben ab Montag eine Ferienwohnung, heute ist aber erst Freitag. Deswegen haben wir hier einmal ein 3-Bettzimmer mit Küche und Bad, wo wir ab heute Abend schlafen werden. Und genau daneben haben wir das gleiche nochmal. Ich habe jetzt eben schon Koffer mitgenommen, die wir hier schon mal lassen. Und hier ist das gleiche in grün, etwas anders. Hier können die Kinder Hausaufgaben machen. Hier ist ein kleiner Balkon. Und das ist es bis Montag. Also Freitag, Samstag, Sonntag, Nacht. Dreimal müssen wir hier nächtigen. Wird gehen. So, weiter geht's. Guten Morgen. Ich bin K.O. Wir haben gestern den Umzug geschafft. Aber ich hatte keine Zeit und keine Nerven, ein Video hier zu machen. Wir haben ja gedreht mit Sat.1 den ganzen Umzug und dann waren so viele Leute und so viel Chaos und die Kinder und die Hunde und es war wirklich so krass viel. Deswegen berichte ich jetzt ein bisschen darüber. Also wir haben gestern das ganze Haus in Bammental leer geräumt. Blitzeblank leer. Das hat von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gedauert. Und wir mussten es gestern leer räumen, weil jetzt ist Samstag, der 30. ist ja, glaube ich, heute, 30.09. Um 11 Uhr habe ich Übergabe, jetzt ist es 8.30 Uhr. Und wir hatten nur gestern den LKW und wir hatten nur gestern die Leute, die uns helfen. Und deswegen mussten wir gestern komplett leer räumen. Das neue Haus, das zeige ich euch gleich, es ist ein Drama. Es war nicht fertig, es sollte eigentlich Donnerstagabend fertig sein, damit wir gestern, also die obere Etage, damit wir die Kinderzimmer wenigstens einräumen können. Das war gestern um 16 Uhr dann erst fertig. Dann haben wir es nur noch hingeschmissen, den Rest einfach in den Keller geschmissen. Es ist ein Drama. Jetzt sind wir hier im Hotel. Die Zimmer habe ich ja schon gezeigt. Meine Mutter hat im alten Haus auf einer Matratze geschlafen. Dennis ist ins Mannschaftshotel gegangen. Dion hat beim Kumpel geschlafen. Das heißt, ich habe hier mit den beiden Kleinen und den Hunden geschlafen. Hier ist alles hingeschmissen, weil wir wechseln ja in 2 Tagen in eine große Ferienwohnung. Deswegen wollte ich jetzt hier nicht alles auspacken. Und mein Vater und Delani sind hier in diesem Zimmer. Hier sieht es auch nicht besser aus. Mal doch ein bisschen besser sieht es bei euch aus. Das hier ist irgendwie kleiner, oder? Kann das sein? Delani hat jetzt ein Turnier, Dennis hat ein Heimspiel, ich muss ins Haus Schlüsselübergabe machen
und dann ins neue Haus und versuchen, ein bisschen von dem Chaos in Ordnung zu bringen. Aber ja, so ist es. Ich fahre jetzt mal ins neue Haus und zeige euch, wie es da aussieht. Ich mag es eigentlich auch gar nicht sehen. Und dann fahre ich ins alte Haus und das zeige ich euch alles mal. So, jetzt bin ich im Haus und hier stehen schon unsere Palmen. Das war auch ein Riesenakt, die zu transportieren, weil die sau schwer sind. Hier sitzt der Buddha zwischen dem ganzen Müll. Hier steht unsere kleine Bank wenigstens schon. Ja, guck mal, die Mauzis sind auch da. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe selber im Licht noch nicht gesehen, wie schlimm es ist. Hier steht auf jeden Fall einiges rum, was wir nicht wissen, wohin. Und im Keller passt es nicht. Und ja, das steht jetzt hier. Mein Kronleuchter liegt hier auf dem Boden. Morgen! Im Garten geht es auch weiter. Die kloppen die Terrasse ab. Eine Baustelle jagt die nächste. Hier steht noch ein Schrank. So, dann müsste aber unser Schlafzimmer hier unten. Yay! Ja, ist doch schon fast fertig. Kann ich doch schon fast schlafen. Cool, alles da, was man braucht. Hoffentlich haben sie die Tapete nicht kaputt gemacht, als sie das da überall angelehnt haben. Also, das kann aufgebaut werden. Dann gehe ich mal nach oben. Und guck mir das Drama da an. Okay, die Deko ist schon da. Das Bad ist so halb fertig. Kein Wasserhahn, aber es hängt alles. Hier ist Delanis Zimmer. Also die Kindersachen stehen halt zum Glück schon mal alle drin. Ihr Bett, ihr Schrank, ihr... Was ist denn das jetzt hier für ein Schrank? Ah doch, der Schreibtisch, richtig. Ich muss selber erstmal gucken und denken. Genau, und wenn das aufgebaut ist, dann sieht es natürlich auch ganz anders aus. Das ist Dions Schrank, der muss darüber. Da muss aber noch Boden verlegt werden. Dalinas Zimmer. Bett. Kleiderschrank, Schreibtisch, alles da. Dann haben wir hier Dions Zimmer Nummer 1 mit seinem Bett. Dion hat jetzt das Gästebett, weil wir die Villas ja verkauft haben. Und das hier ist ja so ein relativ kleines Zimmer. Deswegen hat er jetzt das Gästebett bekommen. Hier liegen jetzt ein paar Kisten, wo keiner mehr wusste, wo sie hin sollen wahrscheinlich. Schreibtisch. Der kommt dann auch hier rüber. Und dann ist hier Devis Zimmer. herrlich. Devis Zimmer. Die hat jetzt Dions Bett. Und oh, so ist das. Hier muss jetzt noch der Boden verlegt werden. Und hier ist das Bad. Die Dusche ist auch jetzt dran. Toilette ist dran, hier ist noch kein Waschbecken dran. Und eigentlich sollte die ganze Etage ja fertig sein, bevor die Sachen kommen. Hat nicht geklappt. Deswegen müssen wir improvisieren. Jetzt gehe ich mal in den Keller. Weiß ich gar nicht, ob ich das so wirklich will. Aber ich muss. So, hier sind wir runter und haben dann das Laufband hier im Flur stehen lassen müssen, weil es nicht durch die Tür passt. Dafür muss das auseinandergeschraubt werden. Da hatten wir aber gestern keine Lust zu. Morgen! Morgen! So, dann ist hier... Hier ist quasi mein Leben drin. In diesem einen Raum liegt unser ganzes Zuhause. Von Spielsachen über Bilder, über Gartenmöbel, meine Pomp Deluxe Sachen und Esstisch und Stühle und Bügel und alles. Das liegt hier. Und dann ist hier wenigstens schon mal das Kino, Dions Fernsehzimmer, bereitet. Die Leinwand liegt da auch schon. Das passt hier auch wirklich wie abgemessen rein. Das wird richtig cool. Die Lampe hat es auch ein bisschen zerrupft.
Na egal. Hier steht ein Schrank. Und dann ist hier die nächste Rümpelkammer. Hier ist, glaube ich, noch nicht mal Licht. Doch. Und hier steht dann der alte Kühlschrank, mein Brautkleid, das Hundekörbchen. Also es ist wirklich einfach nur hingeschmissen. Wir waren froh, als es einfach nur alles aus dem Auto raus war, aus dem LKW. Jetzt suche ich aber noch Divias Koffer, weil da noch ihre Anziehsachen drin sind. Den haben wir irgendwie verloren. Den muss ich nochmal suchen. Das war ein gelber, nee, ein weiß-schwarzer Koffer. Hier stehen die Waschmaschinen. Und hier stehen noch zwei Schränke. Das war's auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch den Koffer von Divya, weil sonst hat die nächsten Wochen nichts zum Anziehen. Den sehe ich hier aber auch nicht. Ein schwarz-weißer Koffer. Wo könnte der sein? Wenn wir den nicht finden, dann haben wir ein Problem. Weil da sind alle ihre Anziehsachen drin. Scheiße. Hä? Wo ist der denn? Na, ich such mal. Ja, also ich finde diesen Koffer nicht. Das ist sehr schlecht. Jetzt kommt Dennis. Ich weiß der, wo er ist. Hier ist die Ankleide. Die war ja schon fertig. Hier haben wir gestern auch einfach nur noch zwei Schränke reingestellt. Aber der Koffer ist nicht da. Schiete, Papite. Wo ist der? War der oben? Ich habe oben gar nicht geguckt. War der oben? Hm. Naja, ich gehe mal auf die Suche und dann melde ich mich später, wenn ich im alten Haus bin. Und dann zeige ich euch, wie leer es da ist. Und irgendwann zeige ich euch dann mal, wenn es hier fertig ist. Ach, hier ist meine Wäsche. Die habe ich gestern noch in irgendeine Schublade geschmissen. Was ich gestern noch gewaschen habe, war der Koffer ist weg. Na egal. So, ich melde mich später. So, jetzt bin ich ein letztes Mal in unserem Haus, was wir fast 4 Jahre bewohnt haben und es halt und es ist alles leer. Es ist alles leer und sauber. Meine Mutter hat geputzt und hier brennt Licht. Es ist leer. Bella, es ist vollbracht. Es ist alles leer. So wie wir es vor ein paar Jahren übernommen haben. Was steht hier noch? Was ist das denn? Omas. Omas Kram. Und hier ist alles empty. Deine Sachen im Divias Zimmer müssen auch noch raus, oder? Da steht noch eine Tasche in Divias Zimmer. Naja, weil wir müssen jetzt leer räumen. Du, ja, ist alles raus. Ein paar Sachen lassen wir drin für die neuen Eigentümer. Aber an sich ist alles leer. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist Montag. 10.30 Uhr schon, wow. Es geht hier ordentlich weiter und meine Küche kommt. Unsere Küche. Ich sage immer meins, aber es ist natürlich unser. Ja, ich zeige es euch mal. Hier haben wir gestern ein bisschen aufgebaut. Die Betten stehen, die Schränke stehen. Können aber noch nicht alles ranschieben, weil das noch nicht fest ist, die Fußleisten. Janis Zimmer steht. Sieht aus wie eine Arztpraxis. Alles in weiß. Die Schränke stehen. Und bei dir auch.
oder? Hier ist halt alles noch Baustelle. Hier kommt das Bett hin, die Türen müssen noch dran. Divias Zimmer steht aufgebaut, Kleiderschrank, alles hübsch. Hier Dions anderes Zimmer. Das Bad ist soweit fast fertig. Waschbecken, Dusche, Toilette. Hier kommen noch so Schränke dran. In dem anderen sind die gerade noch dran. Und dann zeige ich mal unten, wie es in meiner Küche aussieht. Hier wird meine Küche rein. Mein großer Kühlschrank, auf den freue ich mich am meisten. Der ist super. Wir hatten jetzt so einen ganz kleinen, das war Horror. Der ist super. Und draußen liegt das Allerbeste an meiner Küche, an unserer Küche. Die pinke Glasplatte. Delali, wie findest du das? Toll. Soll ich zu liegen? Da kocht sich's bestimmt richtig gut. Ja, 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 ja. Guten Morgen. Oh, ich sehe fertig aus. Ich bin auch fertig. Diese Nächte im Hotel sind nicht so cool. Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober. Gestern war Feiertag, deswegen war hier nichts los. Außer wir waren hier und haben geputzt und haben die Sachen ein bisschen zurechtgerückt. Und heute geht's wieder mit Vollgas los. Ich zeige euch mal, was alles passiert. Also, wir haben in Delanis Zimmer alles zurechtgeschoben. Schon ein paar Kartons aus dem Keller geholt. Hier sieht es ein bisschen aus wie eine Arztpraxis. Alles weiß, aber sie will das so. Dann haben wir hier schon Türen dran. Wir haben Dalinis Zimmer soweit eingerichtet, alles sauber gemacht, alles rangeschoben. Und dann haben wir Dions Zimmer auch. Hier kommt ja nicht wieder rein. Hier kommt noch der Fernseher an die Wand und ein kleines Sofa noch dazu. Ein paar Fußleisten fehlen noch und ein paar Türen, aber das Bad ist auch fertig und ich finde es richtig cool. Richtig coolimuli. Dions zweites Zimmer ist noch nicht fertig. Da fehlen noch die Fußleisten. Und Divis Zimmer ist auch schon fast fertig. Die hat das alte Bett von Dion in so einem dunkelgrün. Anne Püppi ist auch schon da. Und ein Pferd. Weil in dem Zimmer von Dion, das ja so klein ist, da hätten wir auch das Bett reinstellen können, aber dann wäre der Raum, glaube ich, noch kleiner. Und deswegen haben wir das so gemacht. Sie hat das große von Dion. Und da Dion eh jede Nacht mit Alina in einem Bett schläft, ist das auch egal. Das Bad hier. Ja. Ist auch soweit fertig. Genau. Dann gehen wir mal runter. Da wird heute nämlich die Wand gezogen, damit die Garderobe da rein kann. Und das wird ganz spektakulär. Genau wo jetzt die Schienen sind, kommt dann die Wand. Und da rein wird dann der Kleiderschrank geschoben, dass es eine Garderobe ist. Hier wird geputzt von meiner Mutter. Hier ist überall irgendwer. Die Bäume wurden vorgestern auch gefällt. Ab dem 1.10. darf man das ja. Deswegen sind sie jetzt auch endlich weg. Diese Garage von den Nachbarn wird auch noch mitgestrichen, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Ja. Und jetzt kommt meine hübsche Küche. Die ist so schön. Die ist ja so schön. Das zeige ich nachher nochmal. Jetzt wird hier auch ein Bad angefangen.
jetzt zu, weil da ist ja schon fertig. Hier kommt noch raus und die Küche zeige ich nachher, wenn es fertig ist. Hier draußen sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Boah. Aber egal, es geht voran. Die Küche ist fertig und sie sieht so cool aus. Sie sieht so cool aus. Unser Kuka ist auch schon drin, was Sprudelwasser und heißes Wasser macht. Hier ist Backofen, da bitte. Und jetzt werden die Kisten von unten hochgetragen und dann räumen wir ein bisschen ein. Mikrowelle, Backofen. Hier haben wir uns extra so ein Schubfach machen lassen, wo dann der Toaster und so drauf kann, dass man das nicht sieht. Richtig cool alles. Die Arbeitsplatte passt perfekt zum Boden, habe ich gut ausgewählt. Hier Weinkühlschrank. Mein Kühlschrank ist ja sowieso das Highlight. Der ist ja so riesig, da oben komme ich gar nicht an. Komme ich gar nicht an. Da ganz oben. Super cool. Dann wurde heute die Badewanne schon mal hier ein bisschen gemacht. Und hier wurde schon die letzte Toilette raus und dieser Spülkasten davor. Und dann wurde heute schon die Wand hier gezogen, damit dann da ein Kleiderschrank hin kann, damit wir eine Garderobe haben. Den bauen die Männer hier gerade auf. Der kommt dann dahin. Dann haben wir natürlich einen etwas kleineren, dunkleren Flur. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Garderobe. So, genau. Hallo, hallo. Ich habe mich nicht so viel gemeldet die Woche, weil wir alle ein bisschen erkältet sind. Aber natürlich war ich trotzdem jeden Tag im Haus. Ich weiß ja auch gar nicht, wann ich das letzte Video gemacht habe. Aber es geht manchmal ein bisschen unter. Wir haben heute Freitag, den 6. Oktober, Wochenende. Ich habe jetzt extra gewartet, bis die Handwerker weg sind. Ich glaube, einer ist noch da. Freitagnachmittag. Und ich zeige jetzt mal, was in der Woche geschafft wurde. Und das Allercoolste, worauf ich mich am meisten freue. Hier ist eine kleine Auskerbung. Und da kommt der Pool rein. Yippie-yay. Und trotzdem werden wir dann noch einen großen Garten haben, wo die Kinder Pferd spielen können und bolzen. Und dieser Pool kommt quasi oben drauf. Und das sieht dann so geil einfach aus. Das kann ich nicht erklären. Das ist in meiner Vorstellung drin. Und dann werdet ihr sehen. Oh, jetzt blinkt hier meine Kamera. Ist bald leer. So, also Pool, Garten. Es geht weiter. Wir haben ein paar Schränke abgeholt. Und hier ist der Schrank aufgebaut für die Garderobe. Da haben die Handwerker die letzten Tage das Treppenhaus, den Flur zugemauert und jetzt auch schon tapeziert. Hier habe ich eine kleine Einkerbung, weil der Schrank ist 2,50 Meter breit. Das wird ja unsere Garderobe. Ist ein bisschen ungewohnt jetzt die ersten Tage. Da wird quasi dieser Schrank hier reingeschoben, den wir hier schon aufgebaut haben als Garderobe für die Kinder, für Jacken, für Schuhe, für Hundeleine und Pipapo. Es ist ein bisschen ungewohnt, wenn man jetzt hier reinkommt und es halt nicht mehr alles offen ist, wie man es von früher kennt. Das wird natürlich auch noch tapeziert, die Treppe wird zugemacht, dann sieht das schon ganz stimmig aus. Wenn die Treppe fertig ist, wenn es hier tapeziert ist, hier wurde ein kleines Treppengeländer sozusagen gemacht, damit man hier einfach einen schönen Abschluss hat. Das wird auch tapeziert und ja, die Kinderzimmer waren fertig. Soweit. Hier fehlen immer noch ein paar Fußleisten. Ich weiß gar nicht, warum das immer noch fehlt. Das sollte eigentlich schon längst fertig sein. Aber egal. Genau, was war noch? Hier unten ist soweit alles fertig. Nächste Woche kommt der Kamin. Die sind noch bei den beiden Bädern dran. Und die Küche
ist fertig. Die haben wir jetzt ja auch schon weitestgehend eingeräumt ein bisschen. Ein paar Bier für die Handwerker ist auch da. Also läuft alles. Und jetzt ist erstmal Wochenende und dann geht's weiter. Das ist ein Kleiderschrank auf Mars. Wow! Wuhu! Gut, da fisch ich dran, genau. Dann lassen wir den erstmal, weil die Tür kommt noch. Und dann müssen wir den ausrichten. Was siehst du das jetzt? Ja. Den brauchen wir dann in der Mitte zusammen. Einfach ausrichten. Ja, die Frage ist, das muss man dann gleich sagen, weil da ist ja noch ein bisschen Platz. Ob wir den mittelstellen oder nicht. Wir haben Montagmorgen. Die Kinder haben heute schulfrei und vertreiben sich hier ihre Langeweile auf der Baustelle im fertigen, fast fertigen Kinderzimmer. Dennis richtet die Fernseher ein und die Treppe wird heute verkleidet, weil die sollen ja geschlossen sein. Da sieht man das schon. Das sieht schon gut aus. Hier haben wir den Schrank reingestellt am Wochenende. Das sieht auch schon gut aus. Hier wird fleißig tapeziert. Hier steht der Schrank auch schon drin. Das muss aber noch verkleidet werden, weil der passt nicht zu 100%. Da wird tapeziert. Hier haben wir die Wohnwand aufgebaut. Übermorgen kommt das Sofa. Hier haben wir die Wohnwand aufgebaut. Die passt da auch perfekt in die Ecke. Und hier ist der Garten. Der Pool. Und alles wird weggemacht. So sieht's aus für heute. So, heute ist Dienstag, der 10.10. und der Pool wird vorbereitet. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich mal irgendwann hier liege und nichts mehr machen muss. Und hier drin geht's weiter. Hier wird der Boden verlegt. Und hier wurde der hübsche Kasten gebaut, wo dann der Kamin reingeschoben wird. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das bringt die Jungs hier ganz schön zum Schwitzen, weil sie das natürlich noch nie gemacht haben. Und die Wand nicht so dick war, so breit wie der Kamin, deswegen musste die noch verbreitert werden. Aber ich bin gespannt. Hier steht alles überall rum. Aber was soll's. Die bisschen zu dir. Streitet euch nicht. Ist doch schon drin. Ist doch schon drin. Sieht geil aus. Ja, der passt ja wie abgemessen. Habt ihr das abgemessen? Mann, ey, ihr seid so gut. Langsam wird es schon dunkel, Digga. Jetzt müssen wir noch mal den Kamin in Gang kriegen. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Musst du machen. Warte mal, ist das gut? So hat es eben nicht gepiept. Ja, das dauert erst ein bisschen. Steht hier.
Vielleicht der falsche was gleich hier. Ha! Guck! Ach, okay. Das Licht ist angegangen. Ja, weil noch nicht die Flamme. Geht die jetzt an? Auch wenn da noch gar keine Scheibe vor ist. Moment. Sobald die erforderliche Wasser erreicht ist, beginnt der Aufschlag der Leuchte. Nach einer kurzen Aufwärmphase von 30 Sekunden starten die Nebelmembran und der Flammeffekt. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ja, gucke, gucke, Mausi. Juhu. Geil, Omar. Juhu. Oh yeah, es läuft. Ganz mini bisschen. Guck mal, wie cool. Du sollst laufen und trinkst du was auf die Nase. Das ist richtig geil. Ich glaube, ihr solltet es erstmal auf klein einstellen. Wie lang? Warte. Mach mal Feuer frei. Darf man das aufschieben, während es an ist? Mausi, guck mal! Scheibe hält. Ja. Das ist nicht geil. Ja, schon müssen wir zusammenschrauben. Guck mal, wie geil. Wo sind wir Kinder? Dion! Ja, es wird geil, wenn die Scheibe drin ist, weil dann... Das ist auch so schon geil. Guck doch mal. Boah, geil. Und das ist eigentlich optische Täuschung, ne? Das ist nur Wasserdampf und Licht, ne? Schon krass eigentlich, oder? So eine Idee zu haben. So, jetzt muss Licht aus. Achtung, Daniel, nicht schrauben. Nicht schrauben. Das wird geil, das aussieht. Guck mal, wie geil das aussieht. Geil. Das ist geil. Ja. Kannst du nichts sagen, wie geil das ist. Kommt der Schnecke da bitte? Halt die Klappe, Mann. Kannst du nicht haben? Nein, Moment. Weißt du, was richtig stört? Der da unten. Muss der da bleiben? Nein, der ist richtig nervig. Super geil. Noch richtig romantisch jetzt, weil es so dunkel ist. Dann sieht es von der anderen Seite aus. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 11. Oktober. Wir sind in Woche 13. Es wird langsam, aber sicher. Wir haben eigentlich vor, hier am Montag einzuziehen, also in Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 5 Tagen. Gucken wir mal, ob das klappt. Dennis hat heute frei. Jetzt wird gleich das Sofa geliefert. Wir drehen ja nebenbei mit Sat1 unseren Umzug. Die stehen jetzt auch gleich auf der Matte und begleiten uns den ganzen Tag. Ich bin richtig gespannt auf das Sofa. Ob es passt. Und wie es aussieht. Und jetzt wird gerade der Pool vorbereitet. Ich zeige das mal. Puh, da freue ich mich drauf. Und ja, wir haben noch so ein paar Baustellen, die wir wieder wegmachen müssen. Wie zum Beispiel die Tapete hier oben. Zeige ich auch gleich mal. Also hier ist der Pool. Die Kinder freuen sich schon, wenn sie dann von hier oben da reinspringen können. Ja. Alles weg. Alles weg. Hier gucken sie, dass es schön gerade ist. Und dann wird da gleich der Beton reingegossen. Darauf bin ich mal gespannt. Und dann haben wir ja ein paar Baustellen. Ein paar mehr Baustellen, wo man eigentlich denkt, es ist fertig. Erst ist es gar nicht so aufgefallen, aber wie man sieht, ist ja hier diese Mustertapete. Und auf der Wand ist sie falsch rum. Und ich habe gedacht, ach egal, ich lasse es so. Aber nein, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Hier ist sie auch
richtig rum und genau gegenüberliegend ist sie dann falsch rum. Und es ist natürlich blöd, weil hier oben ja eigentlich schon alles fertig ist und jetzt muss das nochmal ab. Aber hier fehlen halt eh noch die Fußleisten und deswegen muss das jetzt nochmal ab. So, das geht jetzt mal draußen und dann warte ich auf das Sofachen. Die Farbe ist so cool. Wir brauchen Muttern, ehrlich. Eisenbahn Michelin Leim. Dann fahrt doch zu Obi. Eisenbahn Michelin Leim. Ich fahr dann halt zum Obi lieber. Nee, mach das nicht. Warum? Weil beim Eisenbahn Michelin kriegst du geholfen. Wirklich? Beim Obi nicht. Wo ist denn Leim? Wieso? Was kann man denn beim Muttern falsch kaufen? Ich hätte die Schrauben mitgenommen und hätte so ein Ding da gegeben. Hier wird der Pool ausgegossen, betoniert. Wie lange dauert das, bis das hart ist, richtig? Ein Tag. Ein Tag. Morgen kann man gleich noch anders machen. Morgen? Ja, richtig, du bist richtig. Was drum zu legen, dauert 3 Wochen. Aber der Pool kann ja gleich von dir, ja. So, wir haben jetzt eine kleine Drehpause und dann muss ich die Kinder abholen und einkaufen und 1-2 Kisten räume ich jetzt hier aber noch aus. Das ist nicht alles meins, das ist auch von Dennis. Draußen geht's gut weiter und überall. Das ist echt cool. Was sagst du dazu? Ha? Aber die Folie bleibt, ne? Wie klein die da drauf aussieht. Die Folie bleibt. Ja. Findest du gut mit der Folie oder lieber ohne? Oh, nee, hässlich. Damit es nicht dreckig wird. Aber ja, die Folie bleibt doch nicht. Und hast du den Pool schon gesehen? Ja. Zieh dir Mama Schuhe an, Mausi. Hier ist es zu dreckig, um barfuß zu laufen. Wie viele Steine, die da jeden Tag wieder rausbuddeln, woher auch immer die kommen. Warum hat man so viele Steine im Garten verbuddelt? Wenn es mal Goldbarren wären, das wäre cool. Dion! Eine Folie, damit es nicht dreckig wird. Riesig, wa? Da. Da kannst du deine ganze Fußballmannschaft einladen hier. Und hier kann man es sogar zum Schlafen nochmal ausziehen. Dann hast du hier ein riesen Bett. Wie findest du die Farbe und den Stoff? Cool, wa? Den Stoff finde ich nicht so. Findest du nicht gut? Ich finde den richtig cool. Hallo! Aus dem Winter. Nein, ich habe mich nicht monatelang nicht gemeldet, sondern nur ein paar Tage. Aber es ist mal wieder
so viel los, dass ich es einfach immer vergesse, es mir fest vornehme, aber dann so viel anderes Kram mache, dass ich denke abends, Mist, ich habe wieder nicht gefilmt. Aber heute mal wieder. Also, wir haben heute Dienstag, den 17. Oktober. In 2 Tagen wollen wir einziehen. Eigentlich wollten wir es ja gestern. Zum Glück haben wir das nicht getan, weil auch heute sind sie immer noch nicht fertig. Eigentlich wollten wir heute reinkommen zum Putzen. Machen wir jetzt morgen. Es ist jetzt mittags um 12. Sie wollen heute alles fertig haben. Die Heizungen, die Türen, die Fußleisten, die Bäder, alles, alles, alles. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Und dann will ich morgen mit ein paar Mädels hier rein und putzen. Die Schränke und so haben wir ja schon größtenteils. Morgen kommen auch Fensterputzer. Und dann wollen wir morgen putzen. Und dann wollen wir Donnerstag auf Freitag hier schlafen, weil Dennis Freitag Geburtstag hat. Und da wollen wir im neuen Haus sein. Also hier oben ist ja fast alles fertig. Die Heizungen fehlen hier noch. Und ja, wir wollen die Bäder putzen. Es ist alles auch echt kalt, so ohne Heizung. Und den ganzen Tag mit offener Tür. Das Einzige, was noch fehlt hier oben, ist diese Ablage quasi. Da kommt noch eine Platte drauf. Und die Treppe muss noch verkleidet werden. Das wollten sie heute eigentlich auch anfangen. Na, mal sehen. Ein bisschen Zeit ist ja heute noch. Ein bisschen. Die Bäder sind fertig. Oh, hier hängt schon eine Heizung. Guck. Genau. Das muss halt alles geputzt werden. Und dann von mir eingeräumt. Jetzt gucken wir mal unten. Der Garten dauert natürlich noch. Hier hängt auch meine schlaue Liste, was noch gemacht werden muss. Ein bisschen was steht noch drauf. Also Ankleide ist fertig und auch schon fast eingeräumt. Hier oben muss noch die Lampe rein. Und dann der Kronleuchter hängt. Das meiste ist geschafft. Gucken wir mal. Ich mache mal das Fenster zu. Das Dreckige. Hier stehen die Heizungen. Hier hängt schon eine. Hier müsste das noch tapeziert werden, damit der Schrank davor kann. Und der Boden rein. Hier hängt schon die Heizung. Ja, also viel ist es nicht mehr. Die Türen kommen leider erst nächste Woche. Die sollen diese Woche geliefert werden. Hier die Tür und da die Tür. Aber jetzt kommen die wohl erst Freitag und dann können sie erst Montag montiert werden. Gucken wir mal. Im Garten geht es auch voran. Da gehe ich einmal von unten zeigen. Gucken wir mal. So, im Garten steht schon die hübsche Mauer. Ein bisschen höher als das letzte Mal. Da steht ja sogar auch schon Mauer. Ich sehe es immer nur von oben. Und hier kommt das für den Pool. Ganz kurz bitte kommen. Lauf mir nicht in mein Bild hier rein, Baby. Ja, es wird. Der Garten braucht noch im Moment länger als übermorgen, aber den brauchen wir jetzt ja auch erstmal nicht bei den Temperaturen. Hoffen wir mal, dass sie heute Abend alle hier fertig sind drinnen. Guten Morgen! Wir haben hier Putzparty. Es ist jetzt Mittwoch. Es ist soweit alles fertig geworden, gestern, bis auf die Treppe. Das war aber klar. Die machen sie heute, hoffe ich, fertig. Und dann ist es fertig. Ich kann es gar nicht glauben. Meine Freundin und ich sind jetzt hier am Putzen. Heute Mittag kommen noch 2 andere zum Helfen dazu zum Putzen. Und dann wollen wir hier tatsächlich morgen einziehen. Dann ist es nach 4 Monaten geschafft. Und wir können hier wohnen. Ich glaube es gar nicht.
Jetzt müssen wir aber erstmal putzen. Und das geht natürlich nur mit Musik. Das dauert ein bisschen, bis das sauber ist hier. Aber wir haben ja Zeit. So, die Treppe, das hier ist jetzt dran. Und die Treppe wird gerade noch gemacht. Das sieht schon so cool einfach aus. So, 5 Stunden später nimmt ganz langsam ein bisschen Farbe an. Dauert noch, bis es fertig ist. Wenn man zu faul ist, 20 Mal die Treppe zu gehen. Die sind zu schwer. Die anderen haben wir schon runtergeworfen. Oh oh! Aber du musst fangen. Mit dir Powerman. 2 haben wir jetzt nur noch. Guck. Ich werf die. Achtung. Achtung, oh. Eben das Dach und die Lampe, ne? Das ist die neue Disziplin. Heizungsweitwurf. Also noch schwerer, die machen wir so. Also, cool! Boah, hast du das auch aufgenommen? Ja. Bitte löschen, für mein Kind. Das kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Versuchte Körperverletzung. So, es ist vollbracht. Ich bin fix und fertig. Wir haben jetzt hier, glaube ich, 9 oder 10 Stunden geschrubbt, sortiert, gemacht und getan. Hallo. Es ist jetzt 7:30. Es ist stockduster, die Kinder haben jetzt langsam Hunger und sind müde und ich auch. Wir haben fast alles fertig. Wir haben fast alles fertig. Es liegen ein paar Teppiche, es ist ein bisschen Deko, es sind die Betten bezogen, es ist das meiste vollbracht. Jetzt ist Tuck. Der Teppich muss noch gesaugt werden. Hier fehlt noch ein Bettlaken. Und hier muss ich noch die Schränke einräumen weiter. Aber heute habe ich keinen Bock mehr. Gar keinen Bock mehr. Deswegen mache ich jetzt hier alle Lampen aus. Kommt, Mädels. Aber wir haben oben auch Schleich auf. Ja, das habe ich schon gesehen. Ciao. Endlich habt ihr mal wieder was zum Spielen gehabt. Was ist mit deiner Lampe? Komm, mach mal aus. Ja. So, Belli, komm raus. Und? Hier. Hier. Habt ihr endlich mal wieder was zum Spielen, ne? Ihr Süßen. So, dann zeigen wir noch mal unten. Die Fensterputzer waren da. Die Treppe ist fast fertig. Es ist so krass, wie einfach es dann doch geht. Nicht die Tür aufmachen, Mause, dann holen die Hunde ab. Wie krass anders das einfach aussieht. Es ist wirklich krass. Hier unten lassen wir, weil da noch die neue Haustür kommt. So, und jetzt hier. Ankleide war ja schon länger fertig. Oh, Bella, ein Teppich für dich. Leg meine Jacke da einfach hin, Mausi. Garderobe, Kamin. Ja, Divya, mach mal die Tür bei Salina zu. Das Sofa, mein neuer Leo-Teppich. Der Fernseher läuft.
Es wird, der Kronleuchter hängt, die Stühle stehen, es sieht alles noch so nackig aus, weil keine Bilder und so hängen. Aber es wird, ja, die Wie-Maus. Was ist das hier? Warum ist hier Wein drin? Das ist ein Weinkühlschrank. Pass auf, das hier muss richtig zu. So. Wo sind die Teller drin? Da oben. Zeige ich euch alles morgen. So, hier ist. Nee, hier gehen wir morgen Abend rein. Dusche. Hier muss ich noch zu Ende einräumen. Aber das Bad ist einfach so viel kleiner als das alte. Und ich habe so wenig Schränke. Deswegen weiß ich nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Ich freue mich so sehr, hier morgen zu schlafen. Das haben meine Mädels mir bezogen. Das ist für Mama. Für Mama und Papa. Das haben Anna und Jenny mir ganz hübsch gemacht und dem Papa. Aber da schlafen wir erst morgen drin. So, hier ist alles. Daggy macht schon mal Probeliegen. Sauber und fast fertig. Der Schrank hier. So, dann gehen wir mal in den Keller. Und dann haben wir's. Wir haben einfach zu wenig Schränke. Deswegen haben wir jetzt hier unsere Schuhe einfach erstmal aufgebaut. Das Kino läuft, hä? Ja. Für die Kinder gerade. Oh, geil. Wie gerne würde ich jetzt hier einfach flezen und nichts mehr tun. Noch Batterien? Batterien weiß ich nicht. Morgen müssen wir hier noch die ganzen Trikots reinmachen. Und dann, wie cool, ist das zu nah. Im Wohnzimmer ist es zu weit weg. Aber der Beamer muss noch anders eingestellt werden. Der darf nicht über den Rand hinaus. Das Problem, wenn das genau ist, dann ist das unscharf. Aber da ist ja oben so viel Platz. Und an der Seite geht's drüber. Warte, wir müssen jetzt mal hier einstellen, den Beamer. Ein bisschen höher. Dann ist es die Lampe. Oh, Daggy. Mami, können wir einen Kaugo? Nein, die will ich essen jetzt gleich. Ach so. Aber das muss man trotzdem irgendwie ändern können. Boah, jetzt habe ich den größten Fehler gemacht. Jetzt habe ich mich hier hingelegt. Musst du ein bisschen rüber. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss schnell wieder aufstehen. Oh, morgen Abend oder irgendwann sitze ich hier bald. Die schöne Lampe, weiß ich auch nicht, wo die hin soll. Es wird leerer. Meine Rümpelkammer wird leerer. Jeder einzelne Karton, den ich auspacke, gibt mir richtige Glücksgefühle. Die Waschmaschine haben wir im Probelauf gemacht. Das funktioniert. Hier wird der Fitnessraum. Hier steht schon das Laufband. Und so weiter und so fort. Hier ist meine Wäschekammer. Ich muss erstmal lernen, wo die Lichtschalter sind. Die läuft. Dann müssen wir sie aufmachen. Genau. Das läuft. Und dann haben wir hier noch Keller, wo auch noch ein paar Sachen stehen, aber es ist nicht mehr so viel. Es ist noch ein bisschen unordentlich alles, aber es ist nicht mehr so viel. Ja, so, das war's. Morgen drehen wir wieder unseren Einzug. Mausi, wir ziehen morgen einfach ein. Ja. Kannst du das glauben? Nein. Dass wir morgen endlich unser Haus einziehen, nach 4 Monaten. Ja, aber guck mal, wie cool das jetzt alles schon ist. Ja. Noch ein paar Kleinigkeiten. Hier verstecke ich mich immer und schließe mich ein und gucke Fernsehen, den Bachelor oder irgendwas. Ja, cool. So, dann gehen wir jetzt. Also, morgen geht's weiter. Morgen ziehen wir ein. Morgen ist der Tag der Tage. Wir ziehen morgen in unser Haus. Ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich so krass auf mein Bett, auf meine Decke und auf dem Sofa und auf einfach als ein eigenes Zuhause zu haben. Mit den Kabeln müssen wir noch ein bisschen und jetzt was ändern. Ist Feierabend. Ja, aber was heute machen nicht wir mehr. Alles dann? Heute nicht mehr. Nee. Mach aus die Luke. Feierabend. Hallo, ich habe schon wieder nicht geschafft, mich zu melden. Aber wir sind eingezogen. Das Wichtigste teile ich mit euch. Wir haben den ganzen Tag gedreht. Ich bin so knülle. Ich habe den ganzen Tag geräumt, geputzt,
sortiert, gemacht und getan. Und jetzt ist um. Und jetzt gehen die Kinder das erste Mal in ihre eigenen Betten. Und ich gehe nach langer Zeit wieder in mein Bett. Und da freue ich mich so brutal drauf. Dalina und Dion schlafen ja immer in einem Bett. Ich habe gedacht, hier kriegt ihr es mal hin. Aber Dalinas Bett bleibt heute leer. Und morgen wollt ihr bei Dalina schlafen. Na denn, gucken wir mal, wie die erste Nacht wird. Machen wir mal hier einen Rundgang. Divi will nicht alleine in ihrem Bett schlafen. Da soll Papa sich dazulegen. Kann ich aber auch verstehen. So, jetzt ist ernsthaft meine Kamera-Akku leer. Das spiegelt mein Leben gerade wieder. Ich bin so verpeilt. Papa schläft bei dir. Ich weiß es nicht, was Papa mit dir abgemacht hat. Oder ob er sich nur zu dir legt, bis du eingeschlafen bist. Nein. Papa freut sich ja auch auf sein Bett endlich mal wieder, ne? So. Dein Licht. So, hier wurde das erste Mal die Dusche benutzt und alles. Das Licht, ja, das hat irgendwie einen Disco-Effekt. Das habe ich schon gesagt, der Elektriker kommt nochmal. Da musst du es einmal an und wieder ausmachen. Ihr dürft auch nicht so viel daran rumfummeln. Ja, gib mal her, das muss heller. Ja. Und wo habe ich hier Steckdosen? Hinter deinem Bett. Da liegt eine Verlängerungsschnur. Da steckst du einmal rein. Papa kommt, Divi! Steckst du einmal rein und lässt es da drin. Hier. Ja. Alter, was ist das für ein Ding hier, ey? Das kann ja nicht sein. Das war doch aber vorhin nicht. Naja, was soll ich machen? Musst du die da eben anmachen. Der Elektriker kommt am Wochenende. Heute ist Donnerstag. Der kommt Samstag. Ja, aber was muss man denn hier machen? Nein, an der. Das geht hier nicht, das Licht. Ja, das geht immer wieder in Disco-Licht. Ja, was hast du eingestellt? Gar nichts. So, ich gehe jetzt runter. Da kommt der Digimann. Also, ihr Süßen, ich wünsche euch eine gute erste Nacht in unserem neuen Zuhause. Aber ich schlafe nicht in meinem Zimmer. Nee, du schläfst bei Dion. Aber morgen. Morgen? Ja. Schläfst in deinem Zimmer. Die Stirnlampe. Die ist an. Oh, ihr habt das romantischste Zimmer. Weil wenn es regnet, dann hört man das hier knistern. Oh, nee, oh, nein. Das finde ich auch richtig gemütlich. Oh, ihr habt so gemütlich hier. Oh, Vati. Ja, wir kommen. Hi, Vati. So gemütlich. Das ist doch immer nur. Das ist richtig gemütlich. Hey, mein Süßes. So, gute Nacht, ihr Süßen. Gute Nacht, Träumchen. Oh, sogar die Billy kommt die Treppe hoch. Komm her, mein kleiner Sportmops. Dexter, lass sie mal. So, gute Nacht, mein Schatzi. Ich wünsche dir eine gute erste Nacht. Du brauchst noch ein bisschen Creme auf deine Lippen. Wo ist denn die von Dalina, die Creme? Die brauchen wir mal. Gute Nacht, ihr Süßen. Ich wünsche euch... Mama, warum Maxi Mustermann? Maxi Mustermann steht an unserer Klingel. Meine Creme. Guck mal, die Bella will hier schlafen bei euch. Mama. Die hat sich so daran gewöhnt, im Hotel mit euch zu schlafen, dass die jetzt... Nee. So. Mach ihr mal klar, dass das... Das Divi, komm mal her. Ich fühle mich, als ob du das größte Bett hast. So. Ich gehe jetzt mal einmal noch mal unten filmen und dann komme ich noch mal hoch. Setzt euch mal ins... Legt euch mal hin. So. Ich brauche meine Bettwäsche. Das ist... Du musst es klären mit dir, ob du bei ihr schläfst oder nicht. Divi will natürlich die erste Nacht nicht alleine schlafen. Hier ist Feuer an. Dennis Eltern sind gekommen, weil der ja nun morgen Geburtstag hat. Und wir haben aber den ganzen lieben langen Tag gedreht. Ich habe fast, naja gut, ein paar Baustellen hat man immer noch, nicht? Ich habe fast alles aufgeräumt. Und wisst ihr, worauf ich mich jetzt so richtig krass
freue auf dieses Bett. Auf mein Bett. Auf mein Bett. Oh, freue ich mich so sehr. Frisch gewaschen. Eigene Decke. Eigenes Bett. Freue ich mich so sehr. Jetzt ist Tuck. Jetzt ist Tuck. Wir sind angekommen. Ich denke mal, das war's jetzt mit Videos. Und dann war's das. Der Garten ist zwar noch nicht fertig und hier ist noch nicht alles fertig, aber ich glaube, das füllt kein ganzes YouTube-Video mehr. Deswegen war das das Experiment Baustelle. Wir bauen uns ein Haus, wie wir es wollen. Ja, das war wild, aber wir sind fertig. Wir sind fertig und wir schlafen jetzt hier. Morgen früh berichte ich vielleicht nochmal, wie die Nacht war. Und dann war's das. Dann war's das. Deswegen jetzt gute Nacht. Guten Morgen, guten Morgen. Dion, wie war die erste Nacht in deinem Bett, in deinem Zimmer? Guten Morgen, guten Morgen. Gut? Wie ist unser neues Haus? Gut? Gut? Ich glaube, alle fühlen sich wohl. Alle fühlen sich wohl. Mit Nutella? Mit Nutella. Erzählt mal, das ist das Ende von unserem Umbauvideo. Seid ihr froh, dass das vorbei ist? Ja. Ja, ich auch. Sehr froh. Sehr froh. Und gefällt euch das neue Haus, Dalina? Ja. Was piept denn da? Die Mikrowelle. Jetzt klingelt's. Hier ist was los am frühen Morgen. So, was soll ich sagen? Das war's. Unser Umzug ist vollbracht. Es ist noch nicht perfekt. Und es fehlen noch ein paar Dinge, so wie die Türen und so ein paar Kleinigkeiten. Aber es ist vollbracht. Wir wohnen, wir schlafen, wir leben in unserer Baustelle. Es ist jetzt keine Baustelle mehr, es ist jetzt ein Haus. Es ist jetzt unser Zuhause. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt vorbei ist und dass es alles gut geklappt hat. Und ja, bin gespannt, was wir in diesem Haus für Erfahrungen sammeln, was wir hier für Erinnerungen schaffen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, meinen Stress, unseren Stress mitzuerleben. Und das war Umzugsvideo Teil 3. Der Garten ist ja, wie gesagt, noch nicht fertig. Aber ich weiß nicht, ob das ein ganzes YouTube-Video füllt. Mal gucken, vielleicht gibt es noch einen Teil 4. Wenn dann alles fertig ist. Im Moment ist da draußen noch Baustelle. Aber ja, das war Team Diekmeyers Umbau, Sanierung, Umzug, alles Mögliche. Jetzt bin ich dunkel. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert und schickt den Daumen nach oben. Und dann bis bald.